Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zero vs. Reaper. Und heute werden wir versuchen, Ausrüstung. Schwimmende Luftpumpe. Ja, ich weiß nicht, was mir das bringt. Können wir mal herstellen, ne? Können wir mal gucken, was es bringt. Kannst du bitte weggehen? Keine Ahnung, tut man dich hier auch einfach so? Ja, tschüss. Toll. Okay, das Ding ist schon mal weg. Oh. Geräte. Ich hätte gerne einen Seegleiter, aber die Bestandteile sind noch unbekannt. Oh. Ja, wir müssen weiter scannen. Komm mal ab. Dem lege ich mich nicht an. New creature discovered. Sieht so aus, als könnte man sich an den festhalten, weißt du? Und dann schwimmt man mit ihm. Wie sieht mein Inventar aus? Dezent voll. Guck mal. Kann die alle nehmen und dann fallen lassen und hoffen, dass der Reaper reinfliegt. Guter Plan, Zero. Vielleicht funktioniert das ja. Einfach die Teile mitten reinwerfen und hoffen, dass er sich dann darin verfängt. Und auf ewig drin hängen bleibt. 30 Sekunden. Okay, hier ist auf jeden Fall die andere Station. Da waren noch ein paar Sachen zu scannen. Ich wollte mir eigentlich mehr Sauerstoff machen, ne? Kriegen wir auch noch hin. Holen wir erstmal den Scanner raus. Und dann gucken wir. So, noch ein Stück Seemotte. Ach, das Ding ist zu. Ist hier noch irgendwas zu scannen? Okay, kurz hoch. Infiziert, immer noch. Okay, ich dachte, weil ich gestorben bin, ist es weg, aber... Es geht nicht. Oh. Ich fühle mich von diesem Spiel jetzt schon gemobbt. Warum wollen mich alle Spiele mobben? Ich weiß das nicht. Ich hab denen nie etwas getan. Vollkommen unschuldig. Oh, bist du offen? Kann man dich scannen? Ja. Hallo? Sehr schön, langsam läuft das. Wir müssen hoch. Wir müssen schnell hoch. Sehr, sehr schnell. Ich wünschte, ich könnte an so einem Blasenfisch einfach so saugen, so. Und dann ist da Luft drin. Ja, dafür müssten wir auch erstmal einen Blasenfisch finden, um das zu testen. Alles nicht so einfach hier in diesem Spiel. Alles nicht so einfach. Das habe ich gesehen. So, das kann ich nicht mitnehmen. Gibt es hier drin noch irgendwas? Nee, da komme ich gar nicht rein. Okay, hier ist noch ein riesiger Behälter.
der leider zu ist. Kacke. Schade. Oh nein, nicht unter die 100 Meter Marke. Nicht unter die 100 Meter Marke. Kann man hier rein? 30 seconds. Na gut. Schwimmen wir zurück. Mehr Sauerstoff würde ich gerne bauen. Weil das kotzt mich jetzt schon an hier mit dem ganzen. Hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter. Also verbraucht es überhaupt mehr Sauerstoff? Gut, Inventar ist schön volle. Essen haben wir ohne Ende. Okay. Frage ist, sollen wir es wirklich mal versuchen, einfach mal die ganzen Schwebeteile damit zu nehmen und hoffen, dass sich der Reaper darin verfängt? Das, geht das überhaupt? Ich hoffe schon. Das wäre nämlich der totale Lifehack. Wenn er plötzlich da an die Oberfläche schwimmen muss und dafür immer verharren muss. Ich glaube, wenn ich ihn töte, taucht er eines Tages wieder auf. Ich sollte ihn dann am Leben lassen. Es sei denn, er hat irgendwie einen Zahn oder so, was ich gebrauchen kann. 30 Seconds. Mr. Reaper, sind Sie weg? Bitte sag ja. Oder bitte sag gar nichts. Wenn du ja sagst, bist du nämlich noch da. Und verarscht mich nur. Ach, Kacke. Geh doch weg. Laserschneider. Schneidewerkzeug geeignet, um normale Titantüren aufzuschneiden. Ja, cool. Flugkanone. Ja. Okay, zweimal Glas. So, dann machen wir uns erstmal was zu essen, oder? Wie der da die ganze Zeit rumschreit. Du gehst mir voll auf den Sack, Kleiner. Warum kochen wir den ganzen anderen Scheiß auch noch? It is common for those accustomed to synthetic foods to be repulsed by eating an animal carcass. Remember that humans survived this way for millennia. You can too. Ich sehe da jetzt kein Problem drin. Okay. H2O, 3, 3, 3, 3. Ja, 5. Die geben 5 und das Auge auch. Okay. Zieh mir einfach alles rein. Oh. Drecksüber! Muss den irgendwie loswerden, ey. Jetzt fehlt mir Titan! Dreh durch. So. Noch was Besseres kriege ich nicht, ne? 90 Sekunden Sauerstoff. Wir sind jetzt auch nur 15 Sekunden mehr. Der Hammer ist das jetzt nicht, ne? Kreislauftauchgerät spart Sauerstoff beim Tieftauchen, absorbiert CO2 und erzeugt daraus Atemluft. Kabelsatz und Fasergewebe. Kabelsatz ist ja gar kein Problem. Was zur Hölle ist Fasergewebe? Schlingpflanzenprobe. Das kriegen wir hin. Okay, dann wird das unser nächstes Ziel wahrscheinlich, ne? Kabelsatz. Gold haben wir, Computerchip. Kupferdraht. Kriegen wir hin. So, dann. Ach, ich brauchte nur einen Kabelsatz, oder? Cool. Schön. Kabelsatz, Silbererz. Habe ich noch Silbererz am Start?
als Ablagerung. Ein Silbererz, zwei Silbererz. Ja, cool, das reicht schon. So, Kabelsatz haben wir somit auch. Dann fehlt uns jetzt nur noch das Fasergewebe und dafür brauchen wir einfach nur Schlingpflanzenprobe. Und der Typ schreit mir die ganze Zeit ins Ohr, ne? Nicht auszuhalten. Aufmerksamkeitsdefizitprobleme. So. Werde ich schon in der neuen Folge? Ich weiß es nicht. Ich müsste ja immer kurz nachgucken, ob wir in der neuen Folge sind, weil dann habe ich meinen Timer nämlich nicht gestellt. Bis gleich. Okay, wir waren noch nicht in der neuen Folge. Sehr schön. Okay, ich würde sagen, 1, 2, 3. So, hatte ich hier noch irgendwas? Nee, ne? Gut, dann lass uns mal losziehen und die Schlingpflanzenprobe holen. Und die ist ja hier gleich um die Ecke. Easy. Aber wir haben keine Energie mehr. Was so viel heißt, dass wir bis zum nächsten Tag warten müssen, bis wir es herstellen können, glaube ich. Hallo, Riesenkristall. Schwarz, Mappe und diese Ressource ist eine Spezialausrüstung erforderlich. Ja, schade. Was leuchtet denn da? Was ist das? Was? What the fuck? Was ist das? Das ist so ein Mini-Glühwürmchen? Na, guck mal, ein kleiner Fisch! Oh, wie cool der kleine Fisch war. Na komm, lass uns den Reaper besuchen. Hallo Reaper! Wie gefällt es dir in deinem neuen Zuhause, was ich für dich gebaut habe? Toll, ne? Ach du Scheiße. Lass mich! Ich bin sehr froh, dass er mich zu Hause nicht angreift. Es könnte schlimmer kommen, wenn er mich zu Hause angreift. Tut er aber zum Glück nicht. Wie? Ich habe doch einen Kabelsatz. Achso, ich habe es natürlich nicht mehr dabei. So. Nein, das wollte ich nicht. Sehr schön. Jetzt müsste ich eigentlich länger auskommen, ne? Ja. Also jetzt kann ich wahrscheinlich unter 100 Meter tauchen. So, kriege ich jetzt noch irgendwas Neues dazu? Haben wir jetzt hier so schönes... Nö, hier ist alles gleich geblieben, okay. Ja, der Fischi hier, ja gut, den kennen wir. Stahlbaren, okay, ja. Schubkanone brauchen wir noch ein bisschen. Wir können bereits eine Seemotte bauen. Ja, wir brauchen aber Titanbaren. Na ja, gut, okay. Seegleiter kriegen wir wahrscheinlich nicht so schnell hin. Okay, testen wir es mal. Ja, geht doch. Okay, jetzt können wir hier unten abgammeln. Sehr schön. Mehr wollte ich doch nicht. Jetzt haben wir richtig schön viel Zeit unter Wasser. Guck mal da, schon wieder so ein großes Ding. Verzieh dich, Junge. Ich schwör's dir, ich mach dich kaputt. So wirklich tolle Sachen gibt es hier jetzt nicht. Na, guck mal. Hä? Achso. Geil, Junge, geil. Du bist der Größte. Du vergreifst dich nur an kleineren. Ich verstehe das. Nein, ich verstehe das. Ganz normal. Ihr Lappen.
Oh, kann ich die scannen oder kann ich die einsammeln? Achso, Metallschrott. Ich mach dich kaputt, ich sag's dir. Nur eine Warnung. Ja, komm doch her, los. Ach, traust du dich jetzt plötzlich nicht mehr, ne? Ja, ganz genau. Das sind mir die Richtigen. Sorry, dass ich so geschrien habe. Das sind mir die Richtigen, Leute. Das sind mir die Richtigen. So, ich kann nicht wirklich einschätzen, wie lange wir jetzt brauchen, um hochzugehen. Aber wir sollten mal kurz Luft schnappen. Aber wie lange wir jetzt unter Wasser bleiben können? Ah, sehr schön. Ah. 30 Seconds. Ja, ich bin schon auf dem Weg da oben. Bei mir habe ich gerade Nackenschmerzen bekommen, ey. Vielleicht bin ich, weil ich so die ganze Zeit versteift bin wegen dem scheiß Reaper. Regt mich nämlich wirklich auf. Also nicht nur so ein bisschen. Weil jedes Mal kommt er angerannt. Guck mal, ich bin der Reaper, Alter. Ich mach dich kaputt. Solche Leute mag ich gar nicht, die sich als Reaper ausgeben. Ich weiß nämlich nicht, ob das wirklich der Reaper ist. Ich sag's nur gerne. Kann ich dich ja nicht kaputt machen? So gefragt. Ich weiß, dass du mir weh tust. Aber kann ich dir auch wehtun? Offensichtlich nicht. Oh, guck mal, du hast hier kleine Freunde, die möchte ich auch haben. Schwebefisch. Mach dich kaputt, Junge. Hey, komm her. Komm her. Ich glaube, das tut ihm nichts. Ich glaube, der denkt einfach nur, ey, was juckt mich da hinten? Kleine Parasiten oder was? Komm schon, Seegleiter. Seegleiter, bitte sei ein Seegleiter. Schneider. Kriegen wir wenigstens ein bisschen Titan. Ich muss irgendwie auf jeden Fall noch die Stelle markieren, wo ich wohne. Hier sind überall diese riesigen Brocken, ne? Salzablagerung, Riesensalzablagerung, ja. Seemotte, achso, Seemotte kenne ich doch schon. Ein kleiner Beißer. Okay, jetzt sind wir wieder beim Schiff. Jetzt können wir hier sogar ein bisschen mehr erkunden beim Schiff. Wir haben jetzt natürlich bessere Ausrüstung. Können wir mit dem Gleiter schneller hochgehen? Oh, guck mal, wie süß das ist. Oh, wie süß. Oh, du gefällst mir. Dich möchte ich als Haustier haben. Wenn ich mir eines Tages ein Aquarium baue, dich setze ich da rein, Kleiner. Vielleicht baue ich mir auch gleich schon ein Aquarium, wer weiß. So. Versuchen wir das Schiff mit unserem neuen Sauerstoffvorrat. Da ist nichts drin. Schade. Ich will auch gar nicht nach Hause, ehrlich gesagt. Ich habe Angst vom Reaper. Ich will für immer hier bleiben. Komme ich hier rein? Nein. Aber es wäre cool, wenn hier irgendwo im Schiff eine kleine Ausruffläche wäre, wo ich mit kurz Sauerstoff tanken könnte. Das hier sieht doch auffällig aus. Könnte man hier rein? Kann man aber nicht. Habe ich hier jetzt schon alles untersucht? Kann ich mir kaum vorstellen. Riesig, wie das hier eigentlich sein müsste. Seemottenfragment. Ja, gut. Scannerraum. Nice. Gucken wir gleich mal, wie teuer der ist. Ich musste mein Headset doch gerade ein bisschen weiter nach hinten machen, weil der auf meine Schläfe gedrückt hat und das tat nach einer Weile weh. Okay. Scannerraum. Vielleicht kann ich den Scannerraum ja daran binden. Vielleicht muss ich da so eine Art Kuppel haben als Zwischenbereich. Kupfererz, Gold. Weiß nicht, ob ich das zu Hause habe.
meinem neuen Sauerstoffvorrat sollte das ja nicht klappen. Wie sieht mein Inventar aus? Okay. Holen wir uns ein paar Schwimmkörper und versuchen dann den Reaper da reinzulenken. Vielleicht hilft das. Ich bezweifle das ehrlich gesagt stark, aber ein Versuch ist es wert. Und wenn, dann haben wir wenigstens eine gute Nahrungsquelle. Oder ich probiere es halt wirklich mal 1:1 gegen ihn. Wieder. Haben wir doch schon drin. Aber ich muss nach Hause, ich muss meinen Fisch reinziehen. Unterwegs muss ich mir auf jeden Fall noch ein paar Fischis mitnehmen. Vor allem dich hier. Komm her. Kenn ich noch nicht. Reginald. Heißt wirklich Reginald. Typen, die den Fischen hier Namen gegeben haben, die müssen echt besoffen gewesen sein. Okay, ich habe 2 Fische dabei. Zweifel stark, dass das reichen wird, um mein Sauerstoffgehalt aufzufüllen. Wasserstoff, keine Ahnung. Komm her, Mann! Ich brauch dich! Kann sich der Reaper nicht mit denen anlegen und die für mich, keine Ahnung, beseitigen? Das wäre cool. Wenn der Reaper mir irgendwie helfen würde. Stellt euch das mal vor. 30 Sekunden. Ein Riesenschwarm an Fischen. Oh, ich will euch alle haben. Der Reaper ist weg. Ernsthaft? Oh, naja, gut. Es war ein Traum. Welcome aboard, Captain. Consider disguising the flavor of unsavory meat with salt or locally sourced herbs and spices. Okay, irgendein Fisch schmeckt anscheinend scheiße. Schmeckt gut um die Flossen herum. H2O3. Festes Reptilienfleisch mit geringem Fettanteil. Vital signs stabilizing. Okay, stellen wir die Reaper-Falle auf. Hallo Reaper, komm doch mal her. So war das nicht gemeint. Okay, es hat auch irgendwie nicht gesessen. Ja, da oben nützt die mir nichts. Geil. Okay, scannen wir das hier, solange er uns nicht sieht. Zu spät. Prügel dich mit mir, los! Prügel mich, prügel dich, los! Trau dich! Komm! Ja, scheiße, ne? Oh, einen hat er erwischt. Okay, ein so ein Ding schwebt schon an ihm dran. Unser Plan geht auf. Guck mal, wie er sich jetzt verzieht. Hat er sich in die Hosen gemacht, als ich ihn angegriffen habe. So geht man mit einem Reaper um, Freunde, und nicht anders. Ob der nochmal wiederkommt? Wahrscheinlich schon. Komm her, Kleiner. Komm, 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 komm. Ich glaube, der war tot. Ich glaube, der Reaper hat sich dann Opfer geschnappt. Komm, ich muss irgendwie mit euch hier Sauerstoff aufnehmen. So, wo ist meine Luke da? Ja, es geht nicht anders. Ich muss gerade Essen kochen, um Wasser zu bekommen. Weil ich hier leider diese komischen Fische nicht habe. Vital signs stabilizing. Ich immer noch Wasserprobleme habe.
Kann ich das Ding hier jetzt scannen oder nicht? Da war mir leider der Reaper im Weg. Dem Fragment, naja gut. Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, dass hier zu sterben leichter ist, als jetzt Wasser zu suchen. Willst du auch leiden, ne? Ja, komm doch her. Los. Trau dich. Ja, scheiße, ne? Wenn sich da plötzlich mal was wehrt. Mr. Mobber. Mr. Mobber, Mobber. Der Mobber. Wie ist der Mobber, Mobber? Komm her, Mobber. Oh, was bist du denn? Au. Auf jeden Fall nicht sehr nett. Schwebt der da gerade in der Luft? Kann ich dich einsammeln? Nein. Ich bräuchte diese elegant tollen, jetzt komm her, verdammt! Blasenfische. Ja, gut. Ja, ist gut. Ich muss erstmal nach oben und Duft schnappen. Ich kümmere mich noch um das Wasserzeug. Gut, Freunde. Wir haben ein kleines Wasserproblem. Um das müssen wir uns morgen kümmern. Und vielleicht, keine Ahnung, gehe ich auch einfach auf den Reaper. Was habe ich zu verlieren? Ich mache mein Inventar leer und dann gehen wir auf den Reaper. Und zeigen wem, wer hier der Boss ist. Und dann haben wir auch kein Wasserproblem. Ja, so machen wir das. So machen wir das. Gut, dann sehen wir uns morgen wieder, Freunde, und dann machen wir den Reaper kaputt, ne? Würde ich sagen. Ein guter Plan, finde ich. Haut rein, euer Zero. Tschüss.